So, willkommen zu meiner neuen Videoreihe. Ich habe mir eigentlich noch keinen großen Namen dafür ausgedacht. Wie werde ich Sportschütze? Wie werde ich Waffenbesitzer? Irgend sowas in der Richtung. Werden wir mal sehen. Ich möchte einfach nur in dieser Videoreihe kurz darauf eingehen, wie die Voraussetzungen sind, verschiedene rechtliche Situationen und so weiter, die halt unmittelbar mit dem Waffenbesitz und dem Sportschießen zusammenhängen. Fangen wir einfach mal damit an, mit dem absoluten Basics. Und zwar, wie wird man Waffenbesitzer? Also, beziehungsweise Sportschütze. Grundsätzlich, die rechtliche Situation sieht so aus: Man muss mindestens ein Jahr Mitglied in einem Schützenverein, der auch anerkannt ist, also Mitglied in einem anerkannten Sportschützenverband mit drin ist. Das muss man sein. Man muss in diesem Jahr, muss man regelmäßig am Schießbetrieb teilgenommen haben. Die rechtliche Situation sieht so aus: Dem Wort regelmäßig ist per Gesetz keine Zahl hinterlegt. Regelmäßig ist normalerweise eigentlich ein ziemlich weitläufiger Begriff, aber in den jüngst erst veröffentlichten und verabschiedeten Verwaltungsvorschriften fürs Waffenrecht wird diesem Begriff regelmäßig eine Zahl hinterlegt, und zwar das ist die sogenannte 12-18er-Regelung. 12-18er-Regelung bedeutet 12-mal regelmäßig, das heißt einmal im Monat. Also 12-mal im Jahr muss man geschossen haben, wenn man einmal im Monat auf dem Schießstand war. Oder 18-mal unregelmäßig. Wenn ich also nicht einmal im Monat auf dem Schießstand draufkomme, dann muss ich eben 18-mal in einem Jahr geschossen haben. Das bezieht sich aber jetzt auch nicht nur auf das erste Jahr, sondern das zieht sich so weiter. Auch später, wenn man die eigene Waffenbesitzkarte hat, kurz WBK, muss man nach wie vor diese 12-18er-Regelung einhalten, ansonsten bekommt man vom Verein und dem Verband kein Bedürfnis mehr ausgestellt. Das ist also schon relativ wichtig. Der zweite Teil ist, man muss eine sogenannte Waffensachkundeprüfung ablegen, also eine Schulung besuchen und eine Prüfung ablegen. Nach dieser Prüfung bekommt man ein Zertifikat ausgehändigt, das nachweist, dass man sachkundig ist. In dieser Sachkunde werden Themen wie Strafrecht, Waffenrecht und Waffentechnik behandelt. Ohne diese Bescheinigung bekommt man keine Waffenbesitzkarte. Das steht schon mal fest. So, dann muss man im waffenrechtlichen Sinn zuverlässig sein. Diese Zuverlässigkeit bedeutet, man darf keinerlei Vorstrafen haben. Man darf sich nichts zu Schulden kommen lassen, und das geht auch, wenn man die Waffen besitzt. Wenn man schon die Waffenbesitzkarte hat, man darf sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und das ist eigentlich diese allergrößte Hürde, die der Waffenbesitzer hat. Letzten Endes sind wir noch zuverlässiger eigentlich im rechtlichen Sinne, als jeder andere Bürger es theoretisch ist, weil wir mit jedem Tun, mit jedem Handeln riskieren wir unsere waffenrechtliche Erlaubnis, indem man uns die Zuverlässigkeit aberkennt. Fahren unter Einfluss von Alkohol, Entzug und dadurch verbunden Entzug des Führerscheins kann schon zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen. Fehlverhalten in der Aufbewahrung der Sportwaffen, kein Tresor, falscher Tresor und so weiter, je nachdem, wie da die Waffenbehörde drauf ist, kann es durchaus passieren, dass man da die Zuverlässigkeit aberkannt bekommt. So, habe ich diese Punkte erfüllt? Mindestens ein Jahr Mitglied im Verein und Verband. Man muss sachkundig sein und man muss zuverlässig sein. Wenn ich diese drei Dinge erfüllt habe, kann ich einen Antrag bei meinem Verein stellen, der dies an den Verband weiterleitet, in der die eine sogenannte Bedürfnisbescheinigung angefordert wird. Und das ist die vierte Hürde, das Bedürfnis. Bedürfnis ist Jagd. Bedürfnis ist Sportschießen. Das sind die Bedürfnisse, die wir haben. Es gibt weitere Bedürfnisse wie jetzt Selbstschutz und so weiter, aber die bekommen nur ganz, ganz wenige Leute in Deutschland. Also bleiben wir einfach nur mal beim Sportschießen. Wenn das Bedürfnis erteilt wurde, das dauert kann ein paar Tage, kann ein paar Wochen dauern, bis der Verband das bearbeitet hat. Je nach Verband kann es auch sein, dass es eine Gebühr kostet, der andere Verband kassiert nichts, ist unterschiedlich. So, habe ich das Bedürfnis in der Hand, kann ich damit zur unteren Waffenbehörde oder zur Polizei gehen, je nachdem, wer für die Waffenbesitzkartenausstellung zuständig ist, und kann dann eine Waffenbesitzkarte für Sportschützen beantragen.
Im Normalfall bei Revolverpistole ist das die grüne WBK für die Halbautomaten. Nehme ich Langwaffen, Einzellader, ist es die gelbe WBK. So, dann wird man erstmal überprüft. Da wird nämlich die Zuverlässigkeit überprüft auf der Behörde. So, das dauert einige Wochen im Normalfall. Das kann 6, 8 Wochen dauern zum Teil, je nach Behörde und je nachdem, wie viel die zu tun haben. Und dann wird einem entweder die Waffenbesitzkarte und damit der Waffenbesitz erlaubt, oder er wird abgelehnt, weil man vielleicht vergessen hat, dass man irgendwann mal betrunken Auto gefahren hat, ist und hat einen Unfall verursacht und wurde verknackt, also bestraft in dem Sinn. Die Faustregel gilt, Strafen über 60 Tagessätzen ist die Zuverlässigkeit futsch. Und damit auch der Waffenbesitz. Und es kann auch im Nachgang kommen, dass einem dann die Waffen veräußert werden müssen oder gleich beschlagnahmt werden. Ja, dann, wenn die Befürwortung seitens der Behörden okay ist und es wird einem der Waffenbesitz erlaubt, dann kann man sich den sogenannten, entweder den sogenannten Voreintrag holen oder man hat sich schon eine Sportwaffe ausgesucht und lässt sie direkt eintragen. Das kann man halten, wie man will. Der Voreintrag wird normalerweise gemacht, damit man die Waffenbesitzkarte in den Händen hält. Und dann kann ich rausgehen und kann mir in aller Ruhe eine geeignete Waffe raussuchen. So, und dann muss ich mit dieser Waffe, wenn ich eine gekauft habe, erneut, mindestens mit dem Kaufbeleg, mit der Rechnung zur Behörde gehen und muss sie dann fest eintragen lassen und dabei natürlich den Munitionserwerbstempel nicht vergessen. Sonst habe ich zwar eine Schusswaffe für den Sport, aber ich kann mir keine Munition dafür kaufen, zumindest nicht zu Hause aufbewahren. Im Verein kann man sie natürlich immer kaufen. So, alles in allem sind das eigentlich die Grundvoraussetzungen, um Sportschütze zu sein. Und somit auch legaler Waffenbesitzer. Wer nun der Meinung ist, dass das einfach ist, dass da damit jeder Honk hier in Deutschland eine Waffe legal besitzen kann und kaufen darf, den möchte ich eigentlich nur ungern enttäuschen, aber das ist so einfach nicht.